Und als nächstes möchte ich Sie gerne zu einer kurzen Denkaufgabe anregen. Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 2017, also in 5 Jahren. Überlegen Sie mal, wie sieht dann eigentlich die Medienwelt aus? Gut, wie wir aussehen, das ist relativ klar. Wir sind ein bisschen älter, wir haben graue Haare, wir haben mehr Falten. Aber wie informieren wir uns eigentlich? Wie unterhalten wir uns? Welche Nachrichten lesen wir? Gibt es dann überhaupt noch Apple? Gibt es die Paywall überhaupt noch? Ja, das sind sehr wichtige Fragen. Und mit genau diesen Fragen und natürlich noch viel weiteren Fragen beschäftigt sich unser nächster Gast. Sein Name ist Gerd Leonard. Er ist zum Beruf Futurist im Bereich Medien, Telekommunikation, Technologie, Kommunikation, Marketing und auch Umwelt. Er ist auch CEO der Firma The Futures Agency und wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag jetzt. Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen, Gerd Leonard. Okay, ich bin gleich bei Ihnen. Guten Tag, es freut mich sehr, hier zu sein. Ich lebe seit 10 Jahren in der Schweiz und freue mich sehr, dass ich mit Ihnen darüber reden kann, über das Thema heute, was mit der Zukunft der Medien passiert. Sie wissen vielleicht gar nicht, was ein Futurist ist. Sagt man auf Deutsch Zukunftsforscher, Futurologe oder ich glaube, man sagt auf Französisch besser Le Prospectif. Das ist wahrscheinlich das beste Wort. Was ich versuche zu tun, ist, große Ohren zu haben, zu schauen, was Leute sagen weltweit über Trends die nächsten 3 bis 5 Jahre. Es geht nicht um Kristallkugel, sondern es geht um, was wir auf Englisch nennen, Foresights, also Vorausschau. Wir arbeiten mit vielen Firmen daran, sich quasi neu zu erfinden in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Hauptsächlich geht es da um die Themen Medien, Technologie und so weiter und so fort. Es gibt einen sehr guten Spruch bei einem Hockey-Professional, der heißt Wayne Gretzky. Er sagt, skate to where the puck is going to be, not where it has been. Also wir wollen dorthin gehen, wo die Zukunft ist, nicht wo sie war. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt heute zum Thema, was wir heute diskutieren wollen hier. Hier sind einige von meinen Klienten. Wir arbeiten viel mit Technologiefirmen, mit Contentfirmen, mit Verlagen und so weiter und so fort. In den letzten 2 Jahren haben wir auf dem Internet einen radikalen Wandel durchgemacht. Und zwar ist das Internet ja auf dem Computer relativ nutzlos gewesen für viele wirklich interessanten Dinge. Weil wir den Computer als Arbeit empfinden. Jetzt haben wir das Internet auf einmal auf mobilen Geräten und die mobilen Geräte werden immer billiger, mit Ausnahme denen von Apple natürlich, aber alle anderen Geräte werden wesentlich billiger. In Indien können Sie das Aakash-Tablet kaufen für $35 und wir können in der nahen Zukunft erwarten, dass solche Geräte zwischen 10 und 20 Franken kosten, also die billigsten, eben nicht Apple, sodass wir sie alle haben können. Das Internet ist sozial geworden. Ich wette, Sie sind hier alle auf LinkedIn und bevor Sie zum Event kommen, schauen Sie nach, wer der Redner ist auf LinkedIn oder bevor Sie ein Meeting haben. Wir sind alle sozial, auch im Business geworden. Wir sind in der Cloud, wir hören unsere Musik über Spotify und Simfy und Online-Radio. Wir lesen unsere Kindle-Bücher. Das sind 4 riesig große Schritte, die das Internet für uns jetzt endlich wirklich brauchbar machen. Und ich glaube, für die Medien bedeutet das ganz einfach, dass Medien unterhalb von diesen Gesichtspunkten sehr, sehr, sehr erfolgreich sein können in der Zukunft, wenn wir es schaffen, wirklich digital basierende Modelle anzuwenden. Also nicht Modelle von der Vergangenheit zu kopieren und ein Pflaster drauf zu kleben und zu sagen, okay, jetzt machen wir das gleich auch online. Was sicherlich auch zu berücksichtigen ist, dass wenn einmal Konsumenten angefangen haben, digital unterwegs zu sein, wie man hier sieht bei dem Zweijährigen hier, die automatisch schon wissen, was mit dem iPad zu machen ist. Da kann man sagen, ist vielleicht nicht so ganz das Richtige für ein Kind, aber es ist ganz intuitiv, auch für ältere Menschen mittlerweile vollkommen klar, wie das funktioniert. Sie können dann schauen, was passiert, wenn jetzt der gleiche oder ein anderer Dreijähriger ein Magazin hat, da versucht er die Seite zu zoomen, ja, oder sie. Und das geht natürlich nicht, weil wir sind das Zoomen gewohnt jetzt. Ja. Es ist ein etwas trauriges Ereignis, kann man sagen. Aber alle Medien werden erfassbar, anfassbar. Jetzt haben wir Kids, die schon mit 3D-Computern unterwegs sind. Wir haben Leute, die halt auch schon Augmented Reality benutzen, um Zeitungen zu lesen. Zum Beispiel das, was im Magazin steht, dann heranzuzoomen. Alle Medien werden anfassbar und alle
Zeitschriften, alle Magazinen werden zu Screens, zu Bildschirmen. Ich glaube, dass wir da ganz radikal in eine Richtung gehen, wo wir sagen müssen, es gibt auch schon so unheimlich viele Überlappungen von Mensch und Maschine. Und hier ist was wirklich Furchterregendes von Michio Kaku, einem Diplomphysiker, auch Futurist, der erzählt, was wir in der nahen Zukunft erwarten. The future. The internet is going to be in our contact lens. And when the internet is in our contact lens, you blink and you will go online. And if you meet somebody at a meeting, a conference, or a classroom, and you don't know who they are, your glasses will identify who they are and print out their biography in your contact lens, so you will always know who you are talking to at a cocktail party. Das ist natürlich eine ziemlich interessante Zukunft. Ja. Ob das eintrifft, ich glaube, für Kampfflieger ist das bereits Realität, aber für uns wahrscheinlich in der nahen Zukunft hoffentlich nicht. Aber ganz klar ändert sich unser Medienverhalten wegen Technologie. Auf einmal können wir den Fernseher mit Gästen kontrollieren, was das neue Samsung Smart TV kann. Wir können einkaufen, indem wir das Schaufenster zoomen von außen und von innen in Tokio und New York. Wir können automatisch übersetzen lassen, was wir sagen. Das funktioniert bereits. Wir können in den Spiegel sprechen. Das kommt auf Chinesisch raus auf der anderen Seite, wie man hier sieht. Fernsehen nochmal. Also wir haben ganz klar auch Informationssourcen wie Twitter, wo wir innerhalb von 21 Sekunden die Nachrichten bekommen können, nicht innerhalb von 40 Minuten, so wie auf dem Fernsehen, weil es einfach natürlich länger dauert, eine Kamera zu bringen. Und unser Medienverhalten hat auch bewirkt, dass das Internet zu einer riesigen Kopiermaschine geworden ist. Wie Kevin Kelly sagte, Giant Copy Machine. Die Frage ist, ob wir das wirklich ändern können, ohne das Internet oder überhaupt unser digitales Leben grundsätzlich zu verändern. Ob wir diese Idee des Kopierens ändern können, indem wir sagen, man sollte das kopieren, aber nicht das, indem Gesetze erlassen, die vielleicht teilweise das Kopieren verhindern. Ich glaube, jeder digitale Inhalt wird verfügbar und auch kopierbar. Und darin liegt natürlich ein Geschäftsmodellproblem. Wenn wir uns darauf verlassen haben, bisher Inhalte zu kopieren und zu verkaufen als Kopie, also Musik oder DVDs oder Downloads, und die werden auf einmal verfügbar, legal oder nicht, haben wir natürlich ein Problem, weil unser Distribution-Modell, unser Vertriebsmodell ist auf einmal nicht mehr brauchbar. Ich werde jetzt ein bisschen aufgeregt, deswegen muss ich mir die Jacke ausziehen. Okay. Also der Kopierschutz, den wir uns vorstellen können für die Zukunft, wir haben ja leider alle schmerzhaft erfahren, dass Kopierschutz technisch gesehen überhaupt nicht funktioniert. Also wir können es versuchen, es ist auch versucht worden, aber in Musik war es ein Desaster, wo eigentlich keiner diese Songs gekauft hat. Jetzt erst mit Apple, wo es dann ein bisschen breiter verfügbar ist. Kopierschutz muss ein Geschäftsmodell sein. Wir sehen Geschäftsmodelle hier zum Beispiel von Wall Street Journal, natürlich auch morgen von der New York Times, vom Economist. Diese App vom Economist ist interessant, weil sie mir vorliest. Die App kann ich im Auto benutzen und die liest mir die News vor. Das macht einen großen Unterschied, deswegen kaufe ich diese App, nicht wegen der Nachrichten selber. Metropolitan Opera bei HD können Sie weltweit die Oper anschauen. Bibliophilia App von Björk, die quasi eine Art von CD als App darstellt. Netflix natürlich in Amerika, weltweit 25 Millionen Abonnenten für $10 im Monat. Also wer Ihnen sagt, dass Konsumenten nicht für Content bezahlen wollen, der bellt den falschen Baum an. Es ist definitiv so, dass auf dem Netz überall für Content gezahlt wird. Für Games, für Farmville auf Facebook, $450 Millionen. $5 Milliarden für virtuelle Produkte, Blumensträuße für unsere Freunde, übers Internet. Content wird bezahlt. Unsere Aufgabe ist herauszufinden, wie das genau funktionieren könnte. Und was jetzt passiert natürlich ist, dass Content oder Inhalte, auf Deutsch gesagt, auf einmal etwas werden, was wir anfassen können. Wir können einfach hingehen und zoomen und das holen, das klickt und das funktioniert, das streamt. Oder wir können alles, was wir sehen wollen, auf YouTube sehen oder Google Video. Und die Zukunft ist, dass Inhalte nicht Besitz werden, sondern Zugang. Besitz ist teuer. DVDs sind teuer, Bücher sind teurer. Ich brauche Platz für Bücher, ich kann nicht 50 Bücher mitnehmen auf meinen Swiss-Flug, selbst nicht in der Business Class. Ich glaube, dass wir einfach sehen müssen, dass Content langsam aber sicher zum Zugang wird, nicht mehr zum Besitz. Und das ändert unser Geschäftsmodell. Hier ist iTunes, wie Sie sehen, amerikanische iTunes in Amerika, seit 2 Jahren nicht ansteigend.
im Verkauf von Musik, aber Streaming und Anhören von Musik steil ansteigend. Und das wird ein Trend werden in der gesamten Zukunft, dass Leute immer weniger diese Kopien kaufen wollen, weil sie teurer sind, sondern dass ihnen der Zugang reicht. Der Zugang zu Filmen, die in der Wolke sitzen, mit einem Abo oder auch gebundelt mit einem Telekom-Provider, mit Büchern, mit Musik angefangen. Da erwartet uns in diesen Jahren, das fängt ja auch jetzt schon an natürlich, der große Reset. Also eine Art Nullpunkt, wo wir sagen, wir müssen zurückgehen von Kopien und Produkten und Papier verkaufen hin zu Zugang, Pakete und Premiums verkaufen. Wenn Sie das Wort Newspaper nehmen und Sie trennen Paper ab und Sie lassen nur News übrig, dann glaube ich, haben wir einen Blick auf die Zukunft. Nicht, dass wir nicht Papier wollen, aber ich glaube, ökonomisch gesehen wird Papier in 10 Jahren unrelevant sein. Es wird relevant für bestimmte Sachen sein, wie On-Demand-Druck oder First-Class-Geschenke oder Coupons, oder, aber nicht mehr so, wie wir das heute haben. Wir werden also in diesem Reset von dem Kopieren auf den Zugang gehen. Und gerade gestern habe ich gelesen, was in der Schweiz zum Beispiel zum Thema Musikbusiness passiert ist, wo bereits die Musikbranche in der Schweiz immer weniger CDs verkauft. Dieses Jahr 124 Millionen, also in 2011. Das sind die Steigerungen von 18% im digitalen Verkauf, machen auf keinen Fall den Verlust für CDs auf. Das heißt, die Musikbranche steigt steil bergab jedes Jahr, weil es ihr noch nicht gelungen ist, diesen Wechsel von Eigentum auf Zugang nachzuvollziehen. Ein paar Gedanken dazu noch später. Aber eins ist ganz klar, dass wir neue Regeln für ein neues Ökosystem brauchen. Wenn alle 5 Milliarden Konsumenten in der Welt so einen Teil haben, das ist jetzt der One Laptop per Child mit Solarbetrieb, ja, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir die gleichen Regeln wie jetzt, wo die Elite, nämlich wir, mit unserem iPads bewaffnet sagen, ich zahle gern für die New York Times. Ich liebe die New York Times, aber das Problem ist, wenn ich die Subscription kaufe, weil ich die New York Times liebe und schätze, dann bin ich einer von denen, die es tun, aber die meisten tun es nicht gleich so. Das heißt, die Motivation kommt eher aus dem heraus, dass ich sage, ich bin bewusst, was ich da kriege, für mich persönlich. Aber da bin ich eher die Ausnahme. Ich glaube, was wir hier sehen, ist ganz klar ein neues Ökosystem, wo wir uns überlegen müssen, wie wir jeden, der es tut, auch dazu kriegen, dass er Teil davon ist. Und dann leben wir leider in einer solchen Welt. Fragen Sie Ihre Kinder. Die meisten Dinge, die Sie auf dem Internet tun wollen, mit Musik oder Film oder Games, sind nicht per se legal. Der einzige Erfolg, den wir hatten bei digitalen Medien im Bereich Video und Audio, ist YouTube. Und natürlich Apple, die Hardware verkaufen. Aber YouTube ist interessant, hat angefangen ohne Erlaubnis und ist nach wie vor in vielen Ländern nicht lizenziert. Der einzige Erfolg, den wir verbuchen können in dem Bereich, hat quasi illegal angefangen, ohne Erlaubnis. Wir haben also oft auf dem Internet diese paradoxe Situation, dass das, was wir tun wollen, im Endeffekt nicht wirklich bis jetzt abgesegnet ist. Musikbranche, Bücher und so weiter. Wir brauchen meines Erachtens deswegen eine Medienpolitik, die sich an den wirklichen digitalen Realitäten orientiert. Was tun Leute wirklich, statt das, was wir gerne hätten, dass sie tun sollten, weil es unserem Geschäftsmodell passt. Was immer sie tun, ahmen sie nicht die Musikbranche nach, die in den 10 Jahren um 71% geschrumpft ist. Wir müssen uns also überlegen, wie können wir Leuten, die das tun, eine Erlaubnis geben, dass sie das tun können, was sie tun wollen. Man sieht in diesem Cartoon ganz gut, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben auf dem Internet, wo die meisten Dinge irgendwie dann doch verboten sind. In einer vernetzten Welt ist ganz bestimmt die Weigerung oder das Nicht-Verfügbar-Machen kein gutes Geschäftsmodell. Wir haben dazu alle legale Grundlage, aber es bringt unser Geschäft nicht nach vorne. Sie können in Frankreich sehen, das Hadopi-Gesetz, was bestimmt, dass man eben vom Internet heruntergeschmissen werden kann, wenn man herunterlädt ohne Erlaubnis, hat überhaupt nichts bewirkt, was den legalen Handel und Kauf von digitalen Gütern betrifft. Sie sehen, in diesem Bereich, so das Paradox des Internets momentan, ist, dass viele Dinge nicht erlaubt sind, Videos nicht verfügbar sind. Und wenn wir dann etwas haben, was wir gefunden haben, müssen wir uns ganz hineinbegeben, siehe Apple oder Kindle, müssen wir uns in den schönen Walled Garden
in das schöne, abgepflanzte Paradies von Apple hineinbewegen, dann funktioniert es. Aber wir sind de facto jetzt Piraten oder Gefangene. Entweder wir tun was, was nicht erlaubt ist, oder wir sind willige Gefangene. Und ich glaube, das muss sich radikal ändern in den nächsten paar Jahren. Wir müssen wesentlich schneller echte Lösungen schaffen, um an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, in dieser Pirate World, das nach vorne zu bringen in die New Order. Denn darum muss es gehen, im Endeffekt, dass wir Lösungen finden, gemeinsam, die auch gemeinsam funktionieren. Nicht eine Lösung, die für eine Hardwarefirma wie Apple funktioniert, oder eine andere Lösung, die nur für bestimmte Teile der Gesellschaft funktioniert. Das Cartoon beschreibt eigentlich die Lage, in der viele Urheber sich befinden. Sie sagen, okay, ich schaue mir das Internet an und ich brate bereits da in der Röhre. Ich weiß nicht wirklich genau, wie das für mich hinauskommen soll. Das sollte nicht die Zukunftsvision der Urheber sein. Dann haben wir einige Entscheidungsträger, die ähnlich wie dieser Videoclip hier immer noch agieren. Sie erkennen vielleicht, was er da macht. Das ist wohl ein User, der ein iPad noch nicht ganz verstanden hat. Das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, dass Sie das nachahmen. Ne? Aber viele Entscheidungsträger in der Medienbranche leben immer noch so. Ich meine, ich habe ungefähr pro Jahr 100 Beratungen und Termine bei Menschen, die viele von diesen Dingen bestimmen. Und Rupert Murdoch zum Beispiel twittert immer noch darüber, oder hat, bis er beschäftigt war mit seinem Skandal dann, hat er getwittert darüber, wie schlecht Google ist, wie man hier sieht. Amerikanische Gesetze versuchen, Webseiten zu blockieren, die bestimmte Dinge anbieten, mit denen sie nicht einverstanden sind. Hadopi in Frankreich. In der Schweiz hören wir auch von dem Direktor der IFPI, Lorenz Haas, der sagt, dass die Schweiz eine Laissez-faire-Attitude hat über Copyright und Digital Commerce. Und das sollen dann die Probleme sein. Ich glaube, ich halte das eher mit Maslow, der sagt, when the only tool you own is a hammer, every problem begins to look like a nail. Also auf Deutsch gesagt, wenn jedes Problem für uns einfach ein Copyright-Problem ist, dann gehen wir immer zum Anwalt. Und dann ist es gelöst. Ich glaube, wir müssen da schon etwas weiter schauen. In 2015 werden alle Bildschirme vernetzt sein. Jeder einzelne Bildschirm, jeder Bildschirm auch die Iris, wenn Sie das wollen. Und was Kevin Kelly bezeichnet als Visuality, wir werden visuell. Insgesamt auf Screens vernetzt 3 Milliarden Fernseher und Radios auf Bildschirmen. Diese User, sehen Sie auch selber an sich, die können wir nicht mehr kontrollieren. Die können wir nur noch engagieren. Die Kontrolle, wo wir sagen, okay, wenn du nicht das Kabelfernsehen hast, kannst du auch die Sendung nicht sehen. Diese Kontrolle ist bereits, siehe Satu in der Schweiz zum Beispiel, auch bereits vorbei. Es geht auch anders. Legal oder nicht, ist auch eine wichtige Frage, aber nicht die primäre Frage. Es geht anders. Wir müssen die User jetzt nicht mehr kontrollieren, sondern engagieren. Fragen Sie sich selber, wenn Sie mit einer Firma Business machen, ob das jetzt eine Medienfirma ist oder ein Verlag oder Swiss Airlines, haben Sie lieber Gefangenschaft oder haben Sie lieber Magnet? Möchten Sie lieber angezogen sein von einer Attraktion oder lieber gefangen sein? In 2015 wird Twitter das nächste CNN sein. Größer als CNN. Und zwar von den Usern getragenes CNN. So wie wir jetzt bei Facebook sehen, trotz des schlechten IPOs ist Facebook noch die Infrastruktur des sozialen Internets. Die Autobahn. Okay, da gibt es momentan ein paar Schlaglöcher, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es zählt trotzdem immer noch zur Infrastruktur. Und wie man hier sieht, bei der größten Bank in Brasilien, wo ich relativ viel arbeite, die auch bereits Medien wie Twitter nutzen, diese Bank hat bereits 137.000 Followers, die verkaufen und kommunizieren über Twitter, Engagement wird die nächste Werbung. Die nächste Werbung ist nicht Unterbrechung, sondern Engagement und Wert. Und das ist gerade dabei, sich zu ändern. Wichtiger Faktor darin, wie das der Cartoon hier sagt, ist, auf dem Internet haben wir unheimlich viele Geschäftsangebote, die unsere Daten nehmen und sie weiterverkaufen. It's free, but they sell your information. Und das ist das Google-Modell, das ist das Facebook-Modell, das ist das Twitter-Modell, das ist das Skype-Modell, wo wir Peer-to-Peer-Networking betreiben. Das ist das Modell, was uns bisher ganz gut gefallen hat. Wir müssen natürlich nur dafür sorgen, dass wir auch noch Kontrolle behalten über was mit diesen Daten passiert. Eine kleine sekundäre Frage, aber dieses Modell ist ganz klar, Datenverwertung und Werbung werden auch in der Zukunft einen Großteil
unsere Digitalinhalte bezahlen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, aber man kann weltweit sagen, dass ungefähr 70% des gesamten Medienbusiness von Werbung getragen ist. Und in der Schweiz haben wir auch noch Steuern für unseren Fernseher. Das ist in vielen Ländern schon abgeschafft. In den Ländern ist es dann auch höher. Es ist nicht der User selber, der jedes Mal zur Kasse gebeten wird, wenn er einen Artikel lesen will. Sondern es ist 70% von Werbung und digitaler Verwertung von Daten getragen. Das wird auch in der Zukunft gut funktionieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, Daten sind das neue Öl, habe ich bereits, glaube ich, letztes Jahr gesagt oder vor 2 Jahren. Daten sind jetzt die treibende Kraft von diesen Kommerzunternehmen, glaube ich, und das wird auch für die Medienbranche immer wichtiger werden. Wir haben eine Konvergenz im Wohnzimmer, wissen Sie vielleicht selber von sich. Soziale Netzwerke tauchen jetzt auf dem Fernsehen auf, wenn Sie ein Smart TV haben. Oder von Ihrem iPad können Sie es auf den Bildschirm schicken. Games tauchen auf dem Fernseher auf, mobile Geräte bestimmen das Fernsehen. In der Schweiz, wie Sie hier in dieser Kuh sehen, sind fast alle online, logisch. Aber was noch viel interessanter ist, in der Schweiz ist das Internet letztes Jahr 19% gewachsen an Zuspruch und das Fernsehen 1%, eben wegen dieser Konvergenz von Fernsehen und Video. Aber News, Radio, 11% gefallen. Ich weiß nicht, ob Sie hier im Radio-Business sind, einige von Ihnen. Aber da kann man einen Trend sehen, ganz klar. Wir sehen auch insgesamt, was in der Schweiz auch passiert, auch ältere User immer mehr online unterwegs sind, auch in sozialen Netzwerken. Kurz zum Thema Radio, falls doch welche von Ihnen dabei sind, Überlebensstrategien fürs Radio, um es relevant zu bleiben. Ich höre immer noch ab und zu Radio, aber ich bin in der Ausnahme, zu mehr Leute im Auto sich mit dem iPod einstecken können. Um relevant zu bleiben, muss das Radio auf allen Plattformen verfügbar sein, überall mit Timeshifting, also dass man es auch später hören kann, mit Downloads, Catch-up-Radio, in sozialen Netzwerken integriert sein, mobil sein und neue digitale Musiklizenzen erhalten. Ohne das wird das Radio in 10 Jahren unrelevant sein. Und das wäre schade. Also ich glaube, dass wir da nochmal drüber nachdenken sollten, wenn Sie im Radio-Business sind. Wir erleben auch momentan die totale Konvergenz von Internet und Social Media und Fernsehen. 42% aller Fernsehzuschauer in europäischen Ländern sind bereits auf dem Handy, auf dem iPad oder sonst irgendwie in der gleichen Zeit aktiv, wo sie Fernsehen gucken. Hat man jetzt beim Swiss Music Award gesehen. 100.000 Leute, die getwittert haben, über wie schlecht das alles war. Also diese Real-Time-Interaktion, die findet da jetzt statt auf Webseiten wie Facebook oder Zbox und so weiter und so fort. Die Zukunft bringt für uns, was ich als Broadbanding bezeichne, also Broadcasting, senden. Jetzt haben wir Broadbanding. Jetzt sind wir da auch noch unterwegs, parallel unterwegs, was man als Social TV bezeichnet. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, was momentan da vor sich geht mit der Wolke sozusagen und an den unseren Freunden, die uns das neue Senden ermöglichen. Wenn Sie darüber nachdenken, können wir eigentlich sagen, dass Facebook der neue Sender ist. Und was sendet Facebook oder QQ oder Tencent oder Orkut oder Twitter? Die senden uns. Wir sind das Programm von Facebook. Manche Leute sagen ja auch, Facebook ist Perpetual Virtual Reality Show. Also wir sind quasi selber das Programm von Facebook. Ganz interessant, das muss ich jetzt leider auslassen, wir aus Zeitgründen. Können Sie selber mal anschauen. Was hier passiert, sicherlich ist ganz klar, wenn unser Fernseher mit dem Internet vernetzt ist, was er jetzt de facto wird. Es gibt bald keinen Fernseher mehr, der nicht automatisch auf dem Internet ist. Dann werden wir sagen, wir haben vielleicht das Ende der Massenmärkte. Es schauen immer weniger Leute das gleiche Programm. Das haben wir weltweit auch schon gesehen. In Amerika ist es gefallen von 70%, die I Love Lucy oder Dallas geschaut haben, zu heute American Idol 4% der Amerikaner. Das ist auch in der Schweiz so. Immer mehr Leute zu anderen Zeiten gucken. Also wir haben vielleicht das Ende der Massen und den Anfang von der Massen von Nischen. Viele Nischen, die auch sehr wichtig sind, aber alle nebeneinander existieren. Wie gut das für eine Demokratie ist, weiß ich nicht. Da müsste man auch drüber nachdenken, aber ganz sicherlich ist ein Trend, den wir da sehen. Wir sehen diesen Trend von Druck, Papier und Versand, wie Sie hier links sehen, zur Wolke. Und das wird sicherlich dazu führen, dass die anderen zwei Bereiche schrumpfen. Es wird sicherlich einen Anlass geben zu drucken, aber es wird nicht der Ansatz, der erste Ansatz bleiben oder werden. Ganz sicherlich
eher ein Cloud-basierter Ansatz. Wir werden jetzt, wie Kevin Kelly sagt von Wired Magazine, wir werden People of the Cloud. Also unsere Musik, unsere Filme, unser Bankkonto natürlich, unsere Gesundheitszahlen, unsere Statistik, unsere Ausbildung, unsere Schulen ziehen in die Wolke. People of the Cloud. Und wenn das keine Gelegenheit ist für Medienunternehmen, dann weiß ich nicht, was eine Gelegenheit sein könnte. Dann können wir nur etwas falsch machen, indem wir Leuten andauernd sagen, sie dürfen das aber nicht tun, es sei denn das. Da müssen wir uns Geschäftsmodelle einfallen lassen, die dazugehören. Wir sehen hier in diesem Graph, dass man in 2014 bereits erwartet, dass mehr Leute auf dem Mobiltelefon, auf mobilen Geräten aufs Netz gehen, als auf Computern. Die Zukunft ist mobil. Wenn Ihre Firma keine mobile Webseite hat oder keine App oder nicht mobil erreichbar ist, dann wird sie so gut wie nicht mehr gesehen in 3 Jahren. Die Zukunft ist mobil und deswegen muss Content auch mobil sein. Wir sehen in diesem Graph, was mit Zeitungen passiert, das ist von meinem Kollegen Ross Dawson aus Australien. Er hat aufgezeigt, was jetzt passiert mit Printmedien, dass wir auf einmal hunderte von Gründen haben, warum wir ein Printmedium kaufen oder nicht kaufen würden. Nicht nur einen Grund. Der Grund dafür, dass ich eine App kaufe oder bezahle für ein Abo bei der New York Times, ist nicht zu sagen, dass ich den Autor oder den Urheber gut finde oder die Ideen gut finde, sondern weil ich viele von diesen extra Werten bekomme. Das ist meine Entscheidung. Ich habe zum Beispiel Spotify, kennen Sie vielleicht, den Schweizer Musikservice, aus dem einzigen Grund, ich kann umsonst Musik auf YouTube hören, da brauche ich nicht Spotify, oder ich kann überhaupt umsonst Musik hören, weil ich meine Freunde sehen kann auf Spotify und ihre Playlisten bei mir einbeziehen kann. Deswegen benutze ich auch Flipboard. Das heißt, diese Added Values werden auf einmal, in einer mobilen Welt werden die Added Values um die Inhalte herum verteilt. Und das muss unsere Aufgabe sein, wenn Sie eins mitnehmen von meinem Vortrag, soll es das sein. Wir müssen versuchen, diese Added Values so aufzubauen, dass ein unverzichtbarer Zwang zum Kaufen entsteht. Eine Attraktion. Wenn Sie sich vorstellen, was haben Sie denn gekauft in den letzten 6 Monaten? Apps für Ihr iPhone oder für Android, da bin ich mir ganz sicher jetzt. Das tun wir alle, damit wir bei der Bar darüber reden können, nachher, was wir für Apps haben. Aber wir kaufen, weil etwas attraktiv ist, nicht weil wir gezwungen sind. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei der Paywall. Ich glaube, dass wir uns da schon Gedanken machen müssen, wie diese Idee von Freemium, die Sie vielleicht schon gehört haben, also Free und Premium, wie die zusammenpasst. Wenn ich jetzt fragen würde, wer auf LinkedIn ist bei Ihnen, würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Wenn ich jetzt frage, wer bezahlt für LinkedIn? Darf ich mal sehen, wer für LinkedIn bezahlt? Ja, wird sich einer mal outen? Okay, da ist einer, ja, okay, 2, okay. Das ist normalerweise die Reaktion, 100 Leute, die da sind und 2 oder 3, die bezahlen. Aber LinkedIn hat letztes Jahr 580 Millionen Dollar verdient mit diesem Freemium-Modell. Mit der Konvertierung von Free nach Premium. Da sehen wir diese ganzen Begriffe, die Sie bestimmt kennen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für unsere Zukunft, herauszufinden, wie das funktionieren könnte. Eine andere Sache, die immer wichtiger wird, ist, dass wir in dieser Welt von unendlichem Krach leben, zu dem ich ja jetzt auch hier gut beitrage, wo ich sage, okay, hier ist es ganz klar so, dass wir sagen müssen, was wichtiger, immer wichtiger wird, ist die Möglichkeit zu sagen, dass wir Auswahl und Filtern brauchen. Dass wir dafür bezahlen, dass wir filtern dürfen. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Sache. Zum Thema Paywall möchte ich kurz noch was sagen und dann muss ich ein Summary machen. Thema Paywall ganz sicherlich so, dass wenn wir eine Wand aufstellen, wie wir hier sehen, wir vielleicht 2 bis 3% der User über die Wand befördern können, wenn sie einfach geradeaus vor mir steht. Das sind so die Fakten, die wir eigentlich von allen Paywalls, auch von iTunes und so weiter kennen. Bei der New York Times bin ich ganz froh, ist vielleicht ein Unterschied aus Liebe sozusagen, aus Brand. Aber können wir das verallgemeinern? Fragen Sie sich, ob Sie, wenn Sie so eine Wand aufbauen, ob Sie mehr als 2% über die Wand kriegen. Was besser wäre zu sagen, das Problem ist nicht das Pay, sondern die Wand. Ja, Leute versuchen auf eine Art und Weise hinauf zu befördern, wo sie früher oder später das Gleiche erzeugen. Aber mir das Publikum nicht verloren geht. Darum muss es doch gehen, dass das Publikum behalten kann und Leute ummünzen kann in einen Revenue Stream. New York Times Zahlen wurden ja heute Morgen nicht erwähnt, aber momentan liegen sie ungefähr bei 850.000 Subscriber bei der New York Times. Wenn man aber jetzt schaut, was gleichzeitig passiert ist,
Wenn Sie die Kurve anschauen, hier auf der anderen Seite, Subscriber rauf, Ad Revenue, Keller. Fragen Sie sich doch, was wichtiger ist. Kann das funktionieren für die New York Times? Vielleicht, ich hoffe es. Ich würde es sogar vielleicht selber machen, ich überlege es mir noch. Aber kann das eine Regel sein? Kann das eine Regel sein, zu sagen, ich habe zahlende Nutzer, aber fliehende Werber? Bei 70% der Einnahmen, die von Werber kommen, auch wenn die jetzt noch ein bisschen spät im Internet sind, ich glaube eher nicht. Man sieht ganz klar hier in diesem Chart von Kleiner Perkins, dass die Zeit, die für Medien benutzt wird, aufgebracht wird, immer noch unproportional ist mit der Werbung. Man sieht ja bei Printmedien, 8% der Zeit geht hin und 27% der Anzeigengelder. Und diese 22% bewegen sich jetzt weltweit Richtung Internet und Mobile und Social Networks. Das ist ganz klar so, dass wir sagen können, okay, in der Schweiz, elektronische Medien werden immer noch, Radio wird immer noch viel genutzt, aber ich würde sagen, in den nächsten paar Jahren wird sich das radikal umkehren. Wir sind nur etwas später in der Schweiz, unser Verhalten zu ändern. Weil wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit lassen als Amerikaner zum Beispiel. Aber es wird hier auch genauso kommen, ja, nicht ob, sondern wann Aufmerksamkeit wandert, Geld wandert. Und da, glaube ich, sollten wir mal gucken, wie es da funktioniert. Ich bin leider hier ein bisschen out of time, deswegen werde ich ein bisschen nach vorne springen, dass wir noch Fragen nehmen können. Sorry hier, eine Sekunde, Sie können in der Zwischenzeit den Kilimanjaro angucken. Okay. Okay, ein wichtiger Punkt noch. Ich habe das vorher schon mal erwähnt, im Jahre 2015, in den nächsten 3 Jahren werden wir digital lernen. Ausbildung, Education wandert in die Wolke. Das wird eine riesige Möglichkeit sein, für viele Dinge sich radikal zu verändern, wie wir auch jetzt bereits sehen können, in Beispielen wie in Thailand, die bereits 32 Millionen Dollar Tablets gekauft haben für ihre Schulen. Oder Webseiten wie die Khan Academy, die Sie vielleicht kennen. Also wenn wir über Medien und Content und Inhalte reden, reden wir nicht nur über Print oder Fernsehen, sondern auch über Ausbildung und Education. Medienunternehmen müssen sich in den nächsten paar Jahren radikal ausstrecken, wie das Bein beweist. Und zwar deswegen, weil alle digitalen Inhalte verfügbar werden. Wir können versuchen, das zu stoppen, aber es ist keine gute Geschäftsstrategie, sondern allenfalls ein Loch im Damm. Konsumenten gewinnen radikal an Macht. Die Werber kommen noch später nach und der Wert von Kopien sinkt drastisch. Es wurde bereits öfters gesagt, dass der Wert einer Kopie von einer DVD oder einem Song auf dem Internet 10-20% der digitalen Variante ausmacht. Wir müssen also radikal neue Ideen entwickeln, wie wir das wieder auffüllen können und dann natürlich darüber hinaus auch noch, dass Produzenten und Autoren, wie man jetzt sieht bei Kindle, auch jetzt anfangen direkt zu gehen über Kindle ohne Verlag. Das kommt dann noch mit hinzu. Kurz Zusammenfassung und dann bin ich wirklich fertig. Social, Local, Mobile, Cloud. Man sagt in Amerika SOLOMO, Social, Local, Mobile, falls Sie es noch nicht gehört haben. Das ist so ein bisschen das Morgengebet von dem Medienunternehmen. Darum geht es jetzt, oder auch in der Werbung, auch beim Marketing, Social, Local, Mobile. Wir bewegen uns Richtung Visuality, also visuellen Dingen. Das Internet ist und bleibt eine Kopiermaschine. Wir müssen sie dafür nutzen, wofür sie gebaut ist. Nicht zurückgehen und zu sagen, das wollen wir ändern, weil es uns nicht passt in unseren Businessplan. Das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach dazugehört. Wir müssen neue Regeln erfinden und kreieren, wie das auch genau wirklich passieren kann, um auch Geld zu erzeugen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es um Zugang geht, nicht um Besitz. Ich glaube schon, dass Besitz auch noch für ein paar Jahre noch wichtig sein kann, wie zum Beispiel für CDs, die immer noch verkauft werden hier, aber nicht langfristig. Wir müssen Lösungen schaffen, die attraktiv sind und eben diese Pirate World nach vorne schieben zu der New Order und auch wirklich dann Geld erzeugen für alle Beteiligten. Daten sind das neue Öl, nicht weiter darauf eingehen jetzt. Ganz klar in diese Richtung, wie es geht, zum Thema Cloud Computing und Mobile. Wenn Sie das sehen, müssen Sie sagen, okay, dringend mobilisieren, Mobile First, wie man sagt. Und soziale Netzwerke sind die neuen Sender. Also ich meine, es ist wirklich Sender im Sinne von ZDF oder SF1. Und ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass es ein weltweites Phänomen ist, ganz egal, was der Börsengang von Facebook momentan da zeigt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Steve Jobs, Rest in Peace, Stay Hungry, Stay Foolish.
Danke Ihnen vielmals.